Also ich glaube wirklich, die ganze Macht in der Kunst haben, also natürlich erstmal der Künstler, weil er das Werk erstmal schafft, aber dann sind es einfach die Galeristen und die Sammler. Der Galerist, der es sozusagen präsentiert, erstmal diese Aufmerksamkeit generiert und der Sammler ist letztendlich der, ja, der es ja kauft und auch, es hat aber ganz viel mit Macht zu tun. Also es ist irgendwo bestimmen eigentlich meiner Meinung nach Galeristen und Sammlern heutzutage eigentlich auch den kompletten Markt. Also wenn man sich anschaut, jetzt auch das Museum Brandhorst oder auch in Berlin der Obrist oder verschiedenste Sammler schaffen sich ja so richtige Denkmäler mittlerweile, wo sie sozusagen dann ihre Werke ausstellen. Es ist faszinierend. Also da geht es dann auch gar nicht mehr so sehr um das Geld, sondern wirklich um dieses Aneignen und Besitzen wollen. Ja.